Hallihallo, schön, dass du da bist, schön, dass ich da bin. Lass uns zusammen noch beten für die Predigt. Danke, Vater, Herr, für diesen wunderbaren Tag. Danke, Vater, Herr, dass wir hier so schön im Warmen sitzen dürfen, Herr. Danke, Vater, Herr, dass du auch eine enorm warme Botschaft heute hast, Herr, die wirklich unsere Herzen nicht nur erwärmen will, Herr, sondern schmelzen möchte und formen möchte, Herr, dass wir ja, deine Herrlichkeit widerspiegeln. Und Herr, öffne unsere Augen, Herr, dass wir das Wunderbare sehen, was dein Wort uns präsentieren möchte und was dein Geist heute Morgen, heute Mittag in unser Herz hineinschreiben und hineinlegen möchte, Herr. Vater, du willst uns heute Mittag so reich beschenken, Herr. Und ich bete, Vater, Herr, dass wir alle Türen und Tore, Herr, so weit aufmachen können, Herr, dass wir all das empfangen können, Herr, was du uns heute Morgen schenken möchtest, Herr. Amen. Du darfst dich gerne setzen. Wir haben ja heute einen ganz, ganz besonderen Tag. Weiß nicht, ob du es wusstest. Und das ist mir persönlich eine sehr große Ehre, dass ich das erste Mal in meinem Leben an Valentinstag predigen darf. Das, was wunderschön ist. Und an was predigt man? Über was predigt man an Valentinstag? Über das Gericht Gottes? Nee, das vielleicht nächste Woche. Heute reden wir über die Liebe Gottes. Und heute ist ja so ein Tag, wo man auch Komplimente macht. Und das ist heute mein Thema, Komplimente. Und wir hier in Deutschland haben ja manchmal ein bisschen Probleme mit Komplimenten. Manchmal sind wir sehr, sehr sparsam mit Komplimenten, sagen uns so nach dem schwäbischen Sprichwort, ja, wenn man nicht schimpft, dann hat man eigentlich schon genug gelobt. Wir sind oft sehr, sehr sparsam mit dem, dass ich den anderen lobe und dem anderen meine Wertschätzung ausdrücke. Ihm sage, was ich toll an ihm finde, warum er besonders ist, warum, was er alles wunderbar kann. Und wenn wir ein Kompliment bekommen, dann ist das auch immer manchmal so ein bisschen schwierig. Dann denken wir so, okay, warum lobt er mich jetzt? Warum sagt er mir jetzt das Kompliment? Wenn dir jemand sagt, wow, deine Frisur ist so schön, die passt so gut zu mir, dir. Dann fragst du, warum sagt er das? Und warum sagt er das heute und gestern nicht? War sie gestern nicht gut? Und so oft, anstatt dass wir uns einfach nur freuen und danken, gehen wir in den Zweifel, stellen irgendwie Unterstellungen, warum das jemand sagt, anstatt dass wir uns einfach nur daran freuen, dass jemand sagt, hey, du hast eine coole Frisur. Oder dann sagt jemand zu dir, hey, die Farbe steht dir echt gut. Und denkst du, was willst du jetzt von mir? So schade, dass wir manchmal Komplimente irgendwie als Schmeicheln empfinden, anstatt uns einfach nur daran zu freuen. Genau, dann sagt der Mann vielleicht an Valentinstag, hey Schatz, musst heute nicht kochen, lass uns doch was bestellen. Und denkt die Frau, schmeckt dir mein Essen nicht? Und so schnell, wenn man irgendwie nicht diese Vertrautheit hat und da so viel Zweifel ist, dann legt man da so viel hinein, was vielleicht einfach nur ein Ausdruck der Liebe war, aber gar nicht so ankommt, gar nicht so aufgefasst wird. Und manchmal schwächen wir auch Komplimente ab. Dann sagt jemand, wow, deine Jeans ist echt cool. Und dann sagst du, ja, die habe ich schon lange, die war eh nicht teuer. Und ich nehme das gar nicht wahr, dass der andere mich gerade aufbauen möchte. Oder jemand sagt vielleicht, hey, deine Frisur steht dir einfach super. Du siehst heute super aus. Und dann sagst du, ja, war schon mal besser. Und das ist so schade, wenn wir oft gar nicht so die Fähigkeit haben, Komplimente tatsächlich anzunehmen. Und heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie Gott uns Komplimente macht. Und jetzt fragst du dir, Gott macht Komplimente? Okay, Gott ist die Liebe, aber macht Gott mir auch Komplimente? Wie lange ist es her, wo du das letzte Mal ein Kompliment von Gott gehört hast? Wo dir gesagt hat, du bist wunderschön. Ich mag dich echt. Du bist echt klasse. Und dann sagen wir uns, ja, würde so der Heilige Geist Gottes zu mir sprechen? Weil das finde ich ja in der Bibel nicht, dass Gott mich mag. Ja, Heilige Geist redet nicht Griechisch zu dir. Und auch nicht Luther 1545. Sondern der Heilige Geist redet doch deine Sprache des Herzens, oder? Und wenn deine Sprache ist, hey, du bist ein saucooler Typ, dann sagt der Heilige Geist das zu dir. Und wenn du das in anderen Worten irgendwie empfangen kannst, dann redet er andere Worte. Aber ich fürchte manchmal, dass wir die Komplimente des Heiligen Geistes gar nicht hören. Uns viele Gedanken machen, wie würdig Gott ist, dass wir ihn anbeten sollten, dass wir seinen Willen tun sollen, dass wir ihm dienen sollen. Aber dass der Heilige Geist mir ein Kompliment macht, das ist irgendwie, ist mir oft fremd. Und ich habe das diese Woche erlebt und das war für mich total schockierend, dass Gott mir ein Kompliment macht. Weil ich irgendwie so oft meine Schwächen sehe all das, was ich noch nicht so gut mache und was Menschen auch vielleicht dann mir nicht so toll finden. Und
ich vergesse irgendwie, dass der Heilige Geist mir sehr, sehr, sehr gerne Komplimente gibt. Und wie schön es ist, wenn es normal ist, dass ich die Komplimente vom Heiligen Geist höre. Dass ich dem Gott, dem Herrn Komplimente gebe, dass ich Jesus Komplimente gebe, aber dass ich auch Komplimente höre als sein geliebtes Kind. Weil wenn ich sage, Gott ist die Liebe, Gott liebt mich, ja, theologisch, okay, ich weiß den Bibelvers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, aber ich höre nie ein Kompliment, dann kann es sein, dass ich die Stimme Gottes gar nicht so höre und dass ich Gott noch gar nicht so erkannt habe. Und darum soll es heute gehen und das ist ein wunderschönes Thema. Mein erster Punkt ist das schönste Kompliment. Das schönste, tollste Kompliment fast in der ganzen Bibel finden wir im Alten Testament. Und zwar, da sagt Gott ein Kompliment über David zu Samuel. 1. Samuel 13, 14 ist die für mich einer der wunderschönsten Liebeserklärungen, die wir je in der Bibel lesen, ist, wo Gott über David sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und wie schön, wenn ich das auch höre. Wenn Gott über dich sagt, du bist eine Frau nach dem Herzen Gottes. Vielleicht kommen in dir gleich ganz viele Gegenargumente hoch. Das ist, glaube ich, ziemlich normal. Und da sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber wir sehen, dass Gott Komplimente liebt. Und besonders interessant ist es, immer anzuschauen, in welcher Situation sagt das Gott. Weil Komplimente, die wir sonst so geben, die haben ja immer einen Kontext. Wenn ich irgendwie gerade was super toll gemacht habe, dann ist es normal, dass Leute mir sagen, hey Bernd, hast du super gemacht, wusste ich schon immer, das kannst du. Wenn ich aber da etwas noch nicht gemacht habe, ja, dann gibt mir ja keiner ein Kompliment. Weil wir denken uns, ja, wofür denn? Du hast es ja noch gar nicht gemacht. Aber bei Gott ist das irgendwie anders. Und wir sehen, dass dieses Kompliment, was Gott über David ausspricht, erstmal sagt Gott das David gar nicht direkt, sondern Samuel, aber das kommt zu einem Zeitpunkt, wo David noch nichts gemacht hat. Wo ein Hirtenjunge war, keine tolle Perspektive auf irgendeine Karriere als Hirtenjunge, da kannst du nicht großartig aufsteigen, sondern du hast halt deine Schafe, die sich vielleicht ein bisschen vermehren, aber hast keine große Perspektive. David hat nie im Leben gedacht, dass er König werden würde. Aber es war der kleine David, der verachtet wurde von jedermann, der alleine saß auf den Feldern mit seinen Schafen. Und zu diesem sagt Gott, das, nicht Saul, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Das war nicht, nachdem er Goliath besiegt hat. Das war nicht, nachdem er treu war in der Wüste. Das war nicht, nachdem er als König schon bewiesen hat, dass er ein guter König ist. Sondern das war, bevor überhaupt irgendetwas angefangen hat in seinem Leben, sagt Gott über ihn, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und wir sehen das gleiche Prinzip oft in der Bibel. Und ich stelle mir so vor, Gott zeigt Samuel, dass das ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Und ich stelle mir so vor, als der Prophet Samuel dann in das Haus von dem Vater von David kommt, dann sagt er erstmal, okay, wo sind deine Söhne? Und dann sagt Gott ihm, hey, der ist noch nicht da. Und dann sagt Samuel, hey, hast du noch einen Sohn? Und dann sagt der Vater, okay, ja, da ist noch einer, der ist nicht so wichtig, aber lass ihn mal holen. Und dann kommt David rein und Samuel salbt ihn, schüttet ein Öl über seinen Kopf, was damals so das Zeichen war von Gottes Erwählung. Und ich stelle mir so vor, wie Samuel dem David in die Augen schaut und sagt, Samuel, ich hoffe, du bist dir bewusst. Die Namenswahl deiner Eltern, die war ein bisschen unbedacht. Aber Gott hat dir diesen Namen gegeben. Deine Eltern waren ein bisschen gedankenlos. Aber Gott hat dir den Namen David gegeben. Der bedeutet der Geliebte. Du bist der Geliebte Gottes. Und Gott hat mir gezeigt und gesagt, du bist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich stelle mir vor, wie David das hört und das so in sein Herz reingeht. Und der Heilige Geist in ihn fährt. Und er rausgeht und er schwebt, weil er gerade eine Liebeserklärung bekommen hat vom allmächtigen Gott. Und ich denke mir so, die ganzen nächsten Tage und Wochen, Monate, weiß nicht wie lange, wo nichts passiert ist, wo er Tag für Tag wieder auf dem Feld saß, mit seinen Schafen, keine Spur von irgendeiner tollen Berufung, hat er dieses Wort in seinem Herzen genährt, geschätzt, wiederholt, Gott dafür gedankt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und er fragte sich bestimmt, ja warum? Warum bin ich ein Mann nach dem Herzen Gottes? Ich habe nichts getan. Und er merkt vielleicht, diese Antwort, die Antwort auf diese Frage hat vielleicht gar nicht so viel mit mir zu tun, sondern vielmehr mit der bedingungslosen Liebe Gottes. Und es ist die Frage, kennst du diese bedingungslose Liebe Gottes?
Wir sehen bei Saul, wie er berufen wird, da schenkt Gott Zeichen und Wunder. Damit Saul auch wirklich was sehen kann, dass er mit der sicher geht, okay, ich bin jetzt berufen. Bei David sehen wir nichts Übernatürliches erstmal. Er brauchte diese übernatürlichen Zeichen nicht, weil er dieses Bewusstsein hatte. Ich bin der Geliebte Gottes. Ich bin ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und was der Prophet das sagt, das wird eintreffen. Nicht, weil ich Zeichen und Wunder sehe, sondern nicht, weil ich eine Gewissheit habe im Herzen. Und das ist etwas, was Gott sehr, 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 sehr liebt. Diese Berufung von David ist exemplarisch. Das sehen wir bei ganz vielen anderen in der Bibel auch. Gott spricht Berufung aus, bevor irgendetwas getan wurde. Das ist diese bedingungslose Liebe. Und wunderschön sehen wir das zum Beispiel bei den Jüngern. Petrus hat das krasse Kompliment und Berufung bekommen. Er sollte die Grundlage sein des Königreich Gottes. Jesus sagt, du bist der Felsen, auf den ich meine Gemeinde. Die Gemeinde ist das Reich Gottes hier auf Erden. Du bist der Felsen. Du bist die Grundlage davon. Und wenn wir gucken im Kontext, kurz davor hat Jesus ihm noch gesagt, hey, du bist schon ein bisschen schwer von Begriff heute. Du bist schon ein bisschen kleingläubig. Und kurz danach sagt er, Satan, geh hinter mich. Also es war jetzt nicht die Zeit, wo er sich als Superman gefühlt hat, sondern ihm war ziemlich bewusst, alle Welt sieht, dass ich noch Wachstumsbedarf habe. Ich bin noch nicht in der Perfektion, in der Fehlerlosigkeit angelangt. Und das war der Moment, wo Jesus diese Berufung und dieses enorm hohe Kompliment ihm gesagt hat. Das war nicht, nachdem er 3000 Menschen bekehrt hat am Pfingsten, wo er eine mächtige Predigt gebracht hat. Es war nicht nach Zeichen und Wundern und Heilungen, wo sein Schatten Menschen geheilt hat. Es war nicht, nachdem er treu war im Gefängnis. Sondern diese Berufung, dieses Kompliment kriegt er ganz am Anfang. Und wie schade ist es, wenn wir in unserem Verstand oft so viele Bedingungen aufstellen, warum Gott mir ein Kompliment geben könnte oder sollte. Wie schade ist es, wenn wir die Komplimente, die der Heilige Geist mir zuflüstert, wenn ich sie gar nicht höre. Das Wesen der Liebe Gottes ist die bedingungslose Liebe. Und nicht jeder von uns hat die Berufung, ein König zu werden hier auf der Erde. Vielleicht ist jemand da, der sich nächstes Jahr als Bundeskanzler aufstellen lässt, keine Ahnung, oder dieses Jahr. Auf jeden Fall, wir haben oft keine irdisch sehr hohe Berufung. Aber wir haben eine geistlich sehr, sehr hohe Berufung. Dass ich eine Wohnung für den allmächtigen Gott sein soll und dass er mich völlig verwandeln will, damit die Welt sieht, wer er ist. Und das ist, finde ich, eine ziemlich hohe Berufung. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, 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 oder? Ich höre das, was Jesus mir sagt. Und ich habe in meinem Herzen die Kapazität, das zu glauben. Wenn ich nur ja, ja, ja sage, ja, aber warum sitze ich dann hier? Wenn ich nur ja, ja, ja sage, warum lese ich dann die Bibel? Wenn ich nur ja, ja, ja sage, warum bete ich überhaupt? Nur aus religiöser Form? Oder glaube ich dem Wort Gottes, wenn der Heilige Geist darum ringt, dass er mir ein Kompliment sagen darf? Und wie schnell sind wir unglaublich resistent gegen das Reden des Heiligen Geistes? Und das macht den Heiligen Geist traurig. Vielleicht noch trauriger als irgendwelche Sünden, die ich tue. Ist, dass ich ihm gar nicht Gehör schenke und seine Liebe abwehre. Das ist enorm, sehr, enorm traurig. Das beste Beispiel für Komplimente in der Bibel finden wir bei Jesus, seinem Sohn. Und vielleicht kennst du die Stelle, Jesus, der Vater sagt ganz laut, damit es alle hören, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und hier ist wieder das gleiche Prinzip. Wann sagt er das? Nach den Wundern und Heilungen? Nein. Nachdem er treu war bei den ganzen Anfeindungen? Nein. In dem ganzen oder nach dem Leiden und dem Kreuz? Nein. Ganz am Anfang, direkt bei der Taufe, wo Jesus noch nicht ein Wort gesagt hat und ein öffentliches Werk getan hat. Er kam gerade von zu Hause, von Mutti, ging an den Jordan, weil er gehört hat, da ist der Johannes der Täufer und ich spüre, jetzt ist die Zeit zum Losgehen, aber er kam von Mutti. Also er hatte noch nichts, wo er sich selbst vorhalten könnte, ja, jetzt habe ich das was getan, deshalb sagt Gott mir dieses Kompliment. Nein, es ist diese bedingungslose Liebe, die Jesus angenommen hat. Und ich glaube, dass dieses Kompliment Jesus enorm gestärkt hat. Wir sehen das gleiche Kompliment auch dann nochmal später.
Einmal direkt bei der Taufe und einmal später in Matthäus 17 beim Berg der Verklärung, wo Jesus mit ein paar Jüngern auf dem Berg war. Und eine Stelle, die davon erzählt, wollen wir uns jetzt kurz zusammen anschauen. Du darfst mit mir aufschlagen, 2. Petrus 1, 17. Das ist der Brief von Petrus, wo er über das zweite Mal spricht, wo Jesus dieses Kompliment bekommen hat. 2. Petrus 1, 17. Das ist einer der krassesten Kapitel in deiner Bibel, weil das Kapitel gleich startet mit 1. Kapitel, Vers 3, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Gott hat dir alles geschenkt. Gott hat dich neu gemacht. Du hast alles, was du zum Leben mit Gott brauchst, weil du bist ein neuer Mensch. In den nächsten Versen, dann ab Vers 5 besonders, sagt er aber auch, hey, das ist nicht nur neu geworden, sondern du sollst doch mit ganzem Herzen dem nacheifern. Ganzem Herzen, streck dich aus danach, dass diese Eigenschaften von Jesus auch in deinem Leben sichtbar sind. Denn in Vers 5 und folgende sagt er, zählt er verschiedene Eigenschaften auf, die wir haben sollen. Und dann lese ich jetzt ab Vers 16, wo Petrus sagt, diese neue Schöpfung mit diesen Eigenschaften, die haben wir schon mal in jemandem gesehen. Und zwar in unserem Vorbild, in Jesus. Und er sagt in Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden und Märchen gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Petrus erinnert sich, vor ein paar Jahren bin ich mit Jesus gelaufen und ich bin Augenzeuge. Das ist nicht irgendwas, was der Freund vom Nachbar von meinem Arbeitskollegen auf Facebook gepostet hat, sondern das ist was, was ich selbst mit meinen Augen gesehen habe. Und wenn ich an Jesus denke, dann denke ich an diese herrliche Majestät, an diese Kraft. Und wo kommt diese Kraft her? Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das heißt, diese göttlichen Eigenschaften in meinem Leben, die sind da. Natürlich, weil Gott sie wirkt, weil der Heilige Geist in mir wirkt. Aber Petrus verwendet als Begründung dafür, dass diese Eigenschaften da sind, Jesus. Und diese Eigenschaften waren in Jesus, diese herrliche Majestät war in Jesus, weil er ein Kompliment von Gott bekommen hat. Und nicht nur das eine Mal, sondern als Jesus gebetet hatte und Gemeinschaft hatte mit dem Vater, hat er Komplimente und den Zuspruch der Liebe bekommen. Jetzt sagst du, aber das war ja Jesus. Ich kriege immer mehr Ablehnung gegen Jesus-Abbildungen mit heiligem Schein, weil sie die Realität der Bibel so sehr verzerren. Jesus hatte keinen heiligen Schein. Wenn du mal ein Bild malen willst, darfst du das, aber bitte mal keinen Heiligenschein dazu. Heiligenschein ist eine Verzerrung der Wahrheit, wo wir in der Bibel lesen, dass Menschen Jesus angeschaut haben und sie haben nichts, nichts, nichts Göttliches an ihm gesehen. Seine Brüder waren fähig, jahrelang nichts Göttliches zu sehen und nicht an ihn zu glauben. Und wir haben oft so ein Zerrbild von Jesus, als wenn er irgendwie geschwebt hat oder immer weiße Kleider anhat. Und dann irgendwie so besonders irgendwie erschien, 2 Meter größer war als alle oder irgendwie so ein Käse. Und wir verstehen nicht, dass Jesus so war wie du und ich. Und dann denken wir uns, ja, Jesus konnte ja das ja, weil er Jesus war. Nein, Jesus hat so gelebt, weil er diesen Zuspruch der Liebe Gottes geglaubt hat. Und ich muss immer wieder im Gebet dran denken und ich frage mich, wenn ich irgendwie morgens aufstehe und gerade noch emotional ein bisschen daneben bin, denke ich mir, wow, Jesus musste die Liebe Gottes in Anspruch nehmen. Die war nicht einfach zack in seinem Kopf die ganze Zeit, als 3-Jähriger, Halleluja. Sondern er musste das für sich in Anspruch nehmen. Und wie oft sind wir in Gefühlsduselei, für alle, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, Duselei ist, ich glaube einfach jedes Gefühl, was daherkommt, ohne es zu hinterfragen. Oft sind wir in so einer Duselei gefühlsmäßig, dass wir einfach jedem Gefühl glauben, was da daherkommt und uns leiten lassen. Obwohl das gar nichts mit dem Wort Gottes zu tun hat. Obwohl Gott über dir und über mir sagt, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.
Und diese Woche hat Luise ein Frühgebet gemacht. Und Luise hat mich nach, ich glaube, dem vierten Satz oder nach der zweiten Minute hat sie mich verloren. Nicht, weil es schlecht war, sondern weil sie diesen Satz gesagt hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich habe plötzlich empfunden, dass Gott das zu mir sagt. Und ich konnte den Rest des Frühgebetes nicht mehr aufpassen, was Luise sagt. Weil es mich so aus den Socken gehauen hat, dass Gott zu mir sagen würde, ich bin ein Mann nach dem Herzen Gottes. So etwas habe ich noch nie gehört von Gott. Und in der Art und Weise, wie ich darauf reagiert habe, in der Heftigkeit, habe ich gemerkt, wow, kennst du diese intime Sprache vom Heiligen Geist mit dir? Mir ist die noch teilweise fremd. Dass es mich so aus den Socken haut, wenn ich ein Kompliment vom Heiligen Geist bekomme. Und dann sagst du, ja, aber das hat ja der Heilige Geist zu Jesus gesagt. Ja, kommen wir gleich dazu. Es ist so kostbar, wenn ich verstehe, auch Jesus brauchte diesen Zuspruch vom Vater. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und wie viel mehr brauchen wir ihn? Es war mal interessant noch zu diesem Thema, das Bild von Jesus. Ich hatte mal hier in der Präsentation ein Bild von Jesus, so ein ja, bisschen grafisches Bild, also kein Fotos. Und dann kam nach dem Gottesdienst jemand auf mich zu und meinte, Predigt war gut, aber bitte nicht so ein Bild zeigen, weil in der Bibel steht ja, du sollst kein Bild von Gott machen. Ich dachte, okay, ja, ich will jetzt niemanden verletzen. Neulich fiel mir auf, wie undurchdacht diese Aussage ist. Einfach mal schnell einen Vers aus dem Alten Testament gezogen und daraus eine religiöse Formel gemacht. Wobei, wenn Gott im Alten Testament gesagt hat, du sollst kein Bild von mir machen und deshalb soll ich kein Bild von Jesus zeigen, dann ist das einfach nur unlogisch. Warum? Der Vater hat doch selbst ein Bild von sich gemacht. Wenn es damals Handys gegeben hätte, hättest du zu Jesus hingehen können und sagen, hey Jesus, mach mir kurz ein Selfie. Ich könnte mir vorstellen, Jesus hätte nicht Nein gesagt. Also das Bild Gottes, was ich anschauen kann, ja, das war doch hier auf der Erde, ist doch auf der Erde gelaufen. Also wenn du mir sagst, ich soll kein Bild von Jesus zeigen, dann frage ich dich, aber das hat doch Gott schon vor 2000 Jahren gemacht. Und oft kommt das daher, weil wir eine religiöse Vorstellung haben von dem, wie Jesus ist und wie Jesus war. Dass Jesus ja so heilig, in Klammern auch äußerlich war, dass ich das niemals darstellen dürfte, weil das eine Beleidigung vor Gott wäre. Merkst du, wie unlogisch das ist? Und wie oft wir diesen Jesus irgendwie gar nicht so kennen? Zweiter Punkt ist Probleme mit Gottes Komplimenten. Oft sind wir in einer Gefühlsduselei, wo wir nicht merken, dass viele unserer Gedanken nicht mit den Komplimenten übereinstimmen, die Gott über dein oder über mein Leben ausspricht. Und das ist sehr, sehr falsch. Ich habe dir hier ein Bild von einer Flasche gemacht. Oft ist das göttliche Leben wie in einer Flasche weggeschlossen. Und ich kann die Flasche nehmen und ich könnte sie jetzt schütteln. Mache ich jetzt nicht, weil da Kohlensäure drin ist. Du könntest sie schütteln, du könntest sie irgendwie auf den Tisch hauen. Du könntest natürlich ein Messer nehmen und da oben den Kopf absägen und dann trinken. Dann verletzt du dich aber ein bisschen. Also die einzig sinnvolle Art und Weise, Wasser zu trinken, ist... etwas Herrliches ohne Maske zu trinken. Also die einzige sinnvolle Strategie, eine Flasche zu öffnen, ist, ja, ich schraube sie ab. Das Wasser, was mich erfrischt, kommt nur raus, wenn ich den Deckel abschraube. Aber so oft versuchen wir, das Wasser rauszukriegen, aus der Bibel, aus Gebet, ohne den Deckel abzumachen. Und der Deckel, den schraube ich ab, indem ich Gott begreife, wie Gott über mich denkt und fühlt. Jesus sagte zu den besten Theologen seiner Zeit, ich habe keine Ahnung, wie Gott ist, obwohl sie die 5 Bücher Mose und vieles weitere auswendig konnten und man ihnen jetzt nicht fehlenden Eifer, die Bibel zu studieren, vorwerfen konnte. Aber das, was mich verwandelt, ist, wenn ich begreife, wie denkt und wie fühlt Gott über mich. Nicht nur wie denkt, sondern wie fühlt auch. Weil ich bin ein emotionales Wesen.
Und viel zu oft bin ich in einer Gefühlsduselei und glaube meinen Gefühlen, die meistens negativ sind und nicht mit dem übereinstimmen, was Gott über dich ausspricht. Und wenn ich niemals höre, ich finde dich wunderschön. Ich finde, du bist so mutig. Du bist so treu. Du bist ein so begabter Mensch. Wenn ich solche Komplimente vom Heiligen Geist nie höre, dann liegt das nicht daran, dass er das nicht sagen möchte, sondern dass ich das irgendwie nicht empfangen kann. Weil ich ein Christsein lebe mit dem Deckel auf dem Verschluss. Und dann kämpfe ich gegen Sünde oder gegen schlechte Laune oder gegen irgendwas, was ich weiß, so ist Jesus niemals. Und dann denke ich mir, oh, ich muss mehr Bibel lesen, ich muss mehr beten. Nee, Bibel lesen und zu wenig beten ist nie dein Problem. Nie. Zu wenig Bibel lesen ist nie dein Problem. Weil es immer noch nicht diesen Deckel öffnet. Bibel lesen an sich, beten an sich, öffnet den Deckel nicht. Empfangen der Liebe Gottes und Glauben der Liebe Gottes, das öffnet den Deckel. Und dann sage ich, ja, ich spüre die Liebe Gottes nicht. Du hast den Deckel nicht geöffnet. Ich fühle mich nicht angenommen. Du hast den Deckel nicht geöffnet. Und bevor wir uns über so viele Strategien Gedanken machen, wie ich jetzt da Wasser rausbekomme, ohne den Deckel zu öffnen, warum nicht den Deckel öffnen? Und dann komme ich mit 1000 Strategien gegen Sünde, gegen wie ich noch besser Bibel lesen kann, wie ich noch besser beten kann, was ich besser proklamieren könnte, welche versteckte Sünde ich noch suchen sollte. Aber ich öffne den Deckel nicht. Und dann wundere ich mich, warum ich nach 30 Jahren Christsein noch keine Quelle lebendigen Wassers bin, von denen andere erfrischt werden. Weil ich den Deckel nicht geöffnet habe. Weil ich nicht mutig genug bin, der Wahrheit ins Angesicht zu schauen, dass der Heilige Geist mir Komplimente sagen möchte. Und das ist irgendwie bitter. Weil der Heilige Geist, er ist nicht sparsam mit Komplimenten. Er ist nicht sparsam, dir zu offenbaren, wie kostbar du bist. Und wie schade ist es, wenn wir sagen, ja, Johannes 3, Vers 16, Gott liebte die Welt. Aber ich nehme das gar nicht für mich. Ich nehme das gar nicht tief für mich. Weil in meinem Herzen vergraben so viele Gründe sind, warum das ja nicht für mich gilt. Zumindest momentan. Und ich öffne den Deckel nicht. Und jetzt sagst du, aber die Komplimente, die waren nur für Jesus, die waren nur für David. Beweis mir aus der Bibel, wo diese Kompliment auf mich bezogen wird. Hä? Und das Problem ist nicht theologisch. Das Problem ist, dass ich den Deckel nicht öffne und ich begreife, wie Gott mich sieht. Und ich begreife, wie Gott über mich fühlt und denkt. Ich hatte vor kurzem eine kleine Autopanne. Da ist die Batterie nicht mehr angesprungen, wahrscheinlich aufgrund von dem Wetter. Dann kam der ADAC-Mann. Und er hat nicht lange gebraucht, wie immer, hat mir geholfen und am Ende schenke ich ihm was Kleines und gebe ihm einen kleinen Flyer und will ihm erzählen von der Liebe Gottes. Und er in zwei Sätzen sagt, nö, ich bin Christ, dankeschön, ich schaue es mir an, tschüss. Wo ich mir dachte, wow, der Mann hat eine Kühnheit, über das Großartigste hinwegzugehen, was es je in seinem Leben gehen wird, und hat gar keine Fragen. Und ich dachte mir, ich möchte beten, dass in Deutschland es wieder normal wird, dass Menschen mir sagen, du kennst diesen Jesus, erzähl mir mehr von dem. Und wir sind da oft dran schuld, dass wir wie Flaschen waren, gefüllte Flaschen, ganz volle Flaschen, aber die ihren Deckel nicht öffnen konnten und die Menschen nicht geschmeckt haben von dem erfrischenden Wasser, was in mir ist. Dass Menschen fähig sind, ein bisschen von der Liebe Gottes zu hören. Und wo ich ihm erzählt habe, wie lebendig das ist. Und er nur gesagt hat, ja, danke schön, ich schaue es mir an, tschüss. Ich wünsche mir, dass wir als Christen so ein mächtiges Zeugnis haben, Gott so klar zeichnen und den Menschen vor Augen stellen, dass Menschen Fragen haben und sagen, wow, warte mal, du kennst diesen Jesus? Ich habe da schon zwei so völlig verrückte Menschen getroffen. Die waren ein Rätsel für mich. Kannst du mir das erklären? Das ist die angemessene Haltung, wenn du einen Christen triffst eigentlich. Und nicht, Dankeschön, ich schaue es mir mal. Das hat mich echt getroffen, wo ich mir dachte, ich möchte in der Liebe Gottes leben. Mein dritter Punkt.
Ich möchte in der Liebe Gottes leben. Es ist erstaunlich, wie resistent wir oft gegen die Liebe Gottes sind. Und dann sagen wir, nein, 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 lieber nicht zu viel über diese Komplimente, über die Liebe Gottes sprechen, dass die Liebe bedingungslos ist, weil dann werde ich arrogant und stolz. Na, arrogant und stolz werde ich, wenn ich denke, dass ich das verdient habe. Nicht, wenn ich glaube, dass ich wertvoll bin. Vom anderen Seite vom Pferd kippen wir runter, ja, dann werde ich, fühle ich mich wertlos und so weiter, wenn ich nicht an die Liebe Gottes glaube. Und wenn ich sie nicht empfange in meinem Herzen, wenn ich den Deckel von meiner Flasche nicht öffne. Und sagt jemand, Vorsicht, die Selbstliebe ist gefährlich. Die ist sündig. Ja, die Selbstliebe, die wir in der Bibel finden, hat nicht die Motivation, dass ich mich ein bisschen besser über mich selbst fühlen will, sondern ein Verlangen danach, dass die Liebe Gottes in meinem Leben sichtbar wird. Und wenn ich dich liebe, natürlich liebe ich ja auch mich, weil ich sollte jeden lieben. Und wenn ich ein Verlangen habe, dass der Charakter Christi in mir geformt wird, dann werde ich mich selbst mit sehr großer Liebe lieben und dich noch mit größerer Liebe. Komplimente sind das, was Gott auf dem Herzen liegt. Nicht als Schmeichelei, sondern um dir zu offenbaren, wie er über dich denkt und über dich fühlt. Und ich wünsche mir, ich hoffe sehr, dass wir ermutigt werden, einander Komplimente und Lob zu sagen, was ernst gemeint ist, was tief ist, sodass wir uns gegenseitig helfen, auch die Komplimente des Heiligen Geistes mehr zu hören. Wo Gott dir sagen möchte, wie er über dich denkt und über dich fühlt. Dass er sich wünscht, bevor ich irgendwas geleistet habe, bevor ich irgendwas getan habe, dass ich diese Liebe empfange, die er für mich hat. Und das verändert mein Gebetsleben radikal. Dann ist Schwerpunkt nicht mehr meine ganzen irdischen Bedürfnisse, die ich bitte, dass sie erfüllt werden, sondern dann lasse ich mich umarmen vom Heiligen Geist. Dann sage ich, danke Jesus, dass ich so wertvoll und so begehrenswert bin. Wenn ich mir noch nicht so ganz sicher bin, dann sage ich noch dazu, in deinen Augen. Wenn ich mir schon sicher bin, dann weiß ich, ich bin's. Dann sage ich, danke Jesus, dass ich es wert bin, dass du gelitten hast und dein Blut für mich vergossen hast. Und dann kreise ich ein bisschen darum, wie krass, extrem wertvoll ich bin, welchen Preis Jesus für mich bezahlt hat, dass ich in die gedankliche Spur vom Heiligen Geist komme. Und dann bete ich auch für andere und merke auch, wow, sie haben den gleichen Wert. Sie haben die gleiche Berufung. Aber wenn ich da nicht anfange, dass Gott mich liebt, sondern das nur aus theoretischen Grundwissenspunkten irgendwie gespeichert habe, aber das nicht in Anspruch nehme und mich nicht auch erleichtert und erfrischt fühle, nachdem ich gebetet habe, dann habe ich wahrscheinlich keine Komplimente gehört. Dann war ich wahrscheinlich ziemlich engagiert in meinem Dienst, im Gebet, in meiner Fürbitte, in meinem Kämpfen und Proklamieren. Aber vielleicht habe ich die Stimme des Heiligen Geistes gar nicht gehört, der noch 3 Stationen vorher stehen blieb, wo er mir eigentlich sagen wollte, wie kostbar ich in seinen Augen bin. Die letzte Stelle, die ich mit euch anschauen will, ist eine wunderbare. Und zwar Kolosser 1. Was in sehr, sehr klaren Worten darüber spricht, wer du bist, was deine Identität ist. Kolosser 1, 22. Fangen wir vorher an. 20. Und durch ihn. 19, da fängt der Satz an. Also Kolosser 1, Vers 19. Denn es gefiel Gott, in ihm, also in Jesus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch, jetzt werden 3 wunderbare Adjektive genannt, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst, das spricht nicht von dem Zeitpunkt, wenn du gestorben bist und dann vor Gott im Himmel stehst und er dich richten wird und sieht, okay, stimmt, ist ja jemand, der an Jesus geglaubt hat, also bist heilig, tadellos und unverklagbar. Nein, das spricht über jetzt. Das spricht über jetzt, wie du dich jetzt fühlen solltest. Fühlen solltest, weil es das ist, wie Gott dich sieht. Jetzt sagst du aber, ich fühle mich erstmal gar nicht so. Haben wir jetzt gelernt, Gefühle sagen uns nicht immer die Wahrheit.
Zweitens, aber ich habe heute Morgen oder gestern das und das getan und ich kann dir beweisen im Wort Gottes, das war nicht richtig. Ja und? Vielmehr, dass ich in meiner Vergangenheit bleibe oder nur nicht mich selbst analysiere, sagt uns Paulus doch, dass ich das nicht machen soll. Dass ich doch darin bleiben soll, was das Wort Gottes mir sagt über mich. Er sagt hier, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt. Du hast vielleicht vor 3 Sekunden was Schlechtes gemacht, wusstest gar nicht, wer du bist, hast irgendwie aus Neid oder aus Ungeduld irgendwas gemacht. Na und? Dann darfst du Menschen oder Gott um Vergebung bitten und sofort kommst du da wieder hinein. Weil der Grund, warum Gott dich als rein sieht, bist nicht du. Er sagt das in den 3 Versen davor 3-mal. Warum bin ich heilig? Nicht, weil ich so viel gebetet habe. Warum bin ich heilig? Durch das Blut seines Kreuzes in 21. Er hat mich versöhnt. Zeitform perfekt. Und 22. In dem Leib seines Fleisches. Also weil Jesus für dich ein für alle Mal gestorben ist, deshalb und nur deshalb bist du heilig. Jetzt fühle ich mich aber am Gebet irgendwie niedergeschlagen und Gott, Gegenwart Gottes ist gerade nicht so da. So ein Schmarren. Du bist rein, heilig, unverklagbar. Wenn ich das nicht glaube, dann bin ich es nicht. Aber Paulus sagt uns, hey, bleib doch darin. Bleib doch darin. Und wie schön, wie viel Freiheit hätten wir im Gebet, wenn wir wissen, ich bin heilig. Nicht alles, was ich tue, ist heilig. Aber ich darf anfangen zu lernen, wie Gott mich sieht. Wie kostbar ist das? Wenn ich mich nicht mit meinem Fokus auf mein eigenes Leben konzentriere, was ich alles noch nicht richtig mache, sondern mein Fokus ist darauf, was Gott ein für alle Mal in Jesus getan hat, wer ich geworden bin. Und wenn mein Fokus darin ist, dann werden die Früchte auch folgen. Das ist kein Freifahrtschein für Sünde. Ganz im Gegenteil. Das betont, du bist doch frei von Sünde. Und wenn Sünde noch passiert, ja, dann hast du es nicht erkannt, dass du frei bist. Und wie schön ist das, wenn ich im Gebet mich selbst lehre und sage, ich bin frei von Sünde. Nicht, weil ich irgendwas getan habe, sondern weil das Wort Gottes sagt, wenn ich neu geboren bin, dann bin ich frei von der Knechtschaft der Sünde. Ich bin frei von Scham, ich bin frei von Anklage, ich bin frei von einem schlechten Gewissen. Und wie viel schlechtes Gewissen motiviert uns oft zum Gebet? Nur das Gebet, das von schlechtem Gewissen motiviert ist, führt mich nicht in die Gegenwart. Die lässt mich vielleicht einen Haken hinter meinen Gebetskalender setzen, aber es führt mich nicht in die Gegenwart. Es führt mich nicht zum Herz des Vaters, wo ich allein nur verwandelt werde. Wie schön ist das, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin? Wie schön ist es, wenn ich den Heiligen Geist immer wieder höre, der mir sagt, Bernd, du bist absolut rein durch das Blut Jesu. Wie schön, wie frei werde ich, wenn ich das tatsächlich annehme. Halleluja, das begeistert mich. Dann ist meine Perspektive im Gebet so, so anders. Das Letzte, was ich brauche, ist immer wieder, ich brauche Ablehnung. Ich brauche Ablehnung von dir, weil ich oft selbst ziemlich bequem bin. Und wenn es mir irgendwie ganz gut geht, dann rutsche ich ab in Halbwahrheiten. Dann weiß ich, okay, ja, Gott liebt mich auch noch so. Aber das, wo mein Herz tatsächlich darauf gegründet ist, ist, dass du mir sagst, dass ich ganz okay bin. Ja, und wenn deine Stütze dann wegfällt, dann gerät mein ganzer emotionaler Haushalt in Schwierigkeiten. Er zeigt ja, dass ich noch nicht ganz in der Wahrheit gegründet bin. Und jetzt sagst du, ja Bernd, aber das ist ziemlich hart. Kannst du ja nicht einfach so sagen. Was soll ich denn alles noch anders machen? Als dich herauszurufen daraus, dass wir unseren Wert nicht mehr von Menschen abhängig machen, nicht mehr von Umständen abhängig machen, nicht mehr von Gegenständen abhängig machen. Dass Dinge für mich schwierig sind, zeigt ja nur, dass ich noch nicht in der Wahrheit ganz gegründet bin. Und wir sehen das in der Bibel, ein Beispiel nach dem anderen, dass es möglich ist, dass ich ganz in der Wahrheit gegründet sein kann. Dass ich meinen Wert allein darin suche, dass das Wort Gottes über mich ausspricht. Und wie kostbar ist das, wenn ich so fest geworden bin? Ich bin es oft noch nicht. Aber mein Fokus ist darauf, dass ich meinen unveränderlichen Wert,
darin suche und finde, was Gott über mich ausspricht. Und das ist kraftvoll. Wir würden weniger beten für manche Dinge, wenn wir das ergreifen. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen, ich möchte dir sehr ans Herz legen. Frag den Heiligen Geist, was er über dich denkt. Dass das nicht etwas ist, was ein Prediger dir gesagt hat oder dein Buch dir versucht hat zu erklären, sondern dass es etwas ist, was der Heilige Geist dir selbst zugesprochen hat. Was du im Wort Gottes siehst, verstehst und merkst, das muss ich mir nehmen. Und das ist keine Arroganz, wenn ich sage, Gott hat mir gesagt, ich bin ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das muss ich nicht eben sagen, das bringt mir nichts. Aber ich für mich weiß das. Ich bin ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das ist nicht Arroganz, weil das nicht meine Leistung gebracht hat, sondern weil ich ein bisschen erkenne, die Liebe Gottes ist bedingungslos. Und er sieht in mir etwas, was ich oft nicht fühle und was ich oft nicht sehe. Und ich wünsche uns allen, dass wir die Komplimente des Heiligen Geistes öfter hören und tiefer glauben. Dass wir mehr gegründet sind im Wort Gottes, in der Wahrheit des Wortes Gottes. Das heißt, wenn ein Gefühl oder ein Gedanke daherkommt, der mir etwas Gegenteiliges sagt, dass ich sofort, schneller wie Lucky Luke, diesen Gedanken ablehnen kann. Und sagen kann, das Wort Gottes sagt, ich bin sehr, sehr geliebt, ich bin rein. Ich darf auch mal wie immer wieder Buße tun, aber ich bin rein. Ich werde verwandelt. Wenn du es immer noch nicht glaubst, dann schenke ich dir eine letzte Bibelstelle, mit der ich aufhöre. Johannes 17. Wenn du immer noch sagst, ja, aber zu Jesus, da war es leicht für den Vater, ihm Komplimente zu sagen. Für David, da war es leicht, weil das waren Männer Gottes. Aber für mich, kleines Häufchen, Elend, was sollte Gott an mir Gutes finden? Ich sage es dir, wie Gott dich sieht und wie er über dich fühlt. Jesus betont das zweimal in Johannes 17, Vers 23 und 26. Und ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und, Lauscher aufsperren, und du sie liebst, gleich wie du mich liebst. Jesus wusste, der Vater liebt mich sehr, aber der Vater liebt dich genauso. Der Vater liebt dich genauso, wie er Jesus geliebt hat. Das ist nicht meine Idee, dich zu ermutigen. Das ist das Wort Gottes. Lass uns aufhören zu sagen, ja, das war Jesus. Ja, Jesus war sehr geliebt vom Vater, aber genauso bist es du. Und Vers 26, und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. So wie wir die Welt erkennen, dass es da einen lebendigen Gott gibt, wenn wir die Liebe Gottes in unserem Herzen haben. Nicht nur die 10 Gebote, mit denen wir Menschen beurteilen, sondern die Liebe Gottes. Dass die Menschen mich auf der Straße ansprechen und fragen, hey, du hast da so eine Jesus-Maske, zähl mir von diesem Jesus. Was ist mit diesem Jesus? Alle Menschen, die ich treffe, die sind völlig verwandelt und verrückt geworden. Aber wunderschön. Es wird Zeit, dass wir der Welt zeigen, wie der Vater ist, wie der Vater über die Welt denkt. Das ist nämlich genauso, wie er über dich und über mich denkt. Und genauso, wie er über Jesus denkt und gedacht hat. Und ich will dich ermutigen, mach dir darüber Gedanken. Nur eine Predigt hören, nur ein Gebet sprechen, ist nicht das, was die Verwandlung bringt. Lass es Teil von deinem Herzen werden. Denk darüber nach. Studier das. Beschäftige dich damit, dass Jesus dich genauso liebt. Dass der Vater dich genauso liebt, wie er Jesus geliebt hat. Das könnte uns ein bisschen Mut geben, gerne ins Gebet zu gehen. Vater, ich danke dir sehr herzlich, Herr, für deine unvergleichlich große Liebe. Ich danke dir, Vater, dass du uns so sehr liebst, Herr. Und Herr, wir bringen dir unsere Zögerlichkeit, Herr, deine Komplimente, deine Liebeserklärungen oft anzunehmen, Herr. Vergib uns dafür, dass wir unseren bisherigen Gedanken und Theologien und Gefühlen oft mehr vertrauen als deinem Wort.
Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen jedem Einzelnen, der hier sitzt, dieses Kompliment machst, dass du ihn genauso liebst, wie du Jesus geliebt hast. Dass du in jedem Einzelnen eine geliebte Tochter, einen geliebten Sohn siehst, an dem du großes Wohlgefallen hast. Und dass jeder Einzelne hier in deinen Augen ein Mann nach deinem Herzen, eine Frau nach deinem Herzen ist. Herr, aber oft haben wir es noch längst nicht realisiert. Und ich bete, Vater, für diese Offenbarung. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns tatsächlich das zeigst. Wie denkst du über mich? Wie fühlst du über mich? Und das ist alles andere als kritisch und ärgerlich. Lehre uns, dass wir unser Herz gründen und festigen in deinem Wort. Nicht in irgendwelchen Theorien, nicht in meiner Vergangenheit, nicht in meinen Gefühlen, sondern in deinem Wort. Halleluja, Herr. Ich danke dir, dass dein Wort so kostbar und so köstlich ist, Herr. Und uns wirklich zu starken Frauen, starken Kindern und starken Teenies und starken Männern macht, die Welt noch nicht gesehen hat. Amen.